Was geht ab, meine Freunde? Seid herzlich willkommen und schön, dass du wieder einschaltest zu einer weiteren Runde. Arg! Deko, willst du hier Gleiterina gar nicht mitnehmen oder was? Muchachos, Astralaba, hallo, Gleiterina natürlich. Hallo, kannst du sie bitte in Ruhe lassen? Bitte fass sie nicht an. Beruhigen Sie sich. Ich wollte mir gerade einmal ganz kurz gucken. Wir haben volle Ghillie-Rüstung, glaube ich, mittlerweile. Es läuft auf jeden Fall sehr gut bei uns, ja. Ich kann mal hier den 203% Bauplan für den Helm wegschmeißen, weil wir haben 235% noch. Digga, läuft bei dir, läuft. Das Ding haben wir. Hier haben wir die Hosen. Ich will mir eigentlich eben... Ja, ich baue mir die Armbrust. Also mal kurz zu sagen, was heute der Plan ist. Ei-Inkubator wird heute gebaut und wir wollen uns richtig geilen Petri ranholen. Dafür brauchen wir aber erst einmal... Petri. Kibbel. Und Kibbel ist echt easy-weasy herzustellen. Wir brauchen einfaches Kibbel, einfache kleine Eier. Deswegen wäre es super geil, wenn kleine wir hier irgendwo noch Dodo-Eier finden würden. Aber es wird, glaube ich, muy schwierig. Willst du auch eine 416% Armbrust? Nee, brauche ich nicht. Ich hab ja die Flinte. Und einfach ein bisschen Gewehrmunition mitnehmen. Oh, dann soll ich Gewehrmunition? Achso, 25 haben wir noch. Dann packe ich die auch mal ein. Ja, also was wir jetzt noch echt geil gebrauchen könnten, wäre irgendwie Flakrüstungsblaupläne. Blaukraut bleibt Blaukraut. Ja, Riesen. Ganz genau so. Und Brautkleid bleibt Braukleid. Im nächsten Leben. Der 70% Helm kann weg, 70% Hose kann weg. Oh, wir haben einen Bauplan. Aber wozu brauchst du die Sachen? 200% Hose. Welche Sachen denn? Wir wollen ja nur einen Petri ranholen, ne? Also da ist echt gar kein Muss, dass wir so kranke Sachen brauchen. Ich bin nackt gerade. Ich auch. Ist doch geil. Sauna-Style, Digga. Da ist er wieder unterwegs, ey. Also ich werde jetzt gleich erstmal den... Oh, warte mal. Meisterhafter Amagarsuchsaurus-Sattel. Das sind diese neuen Viecher, ne? Ja. Aber brauchen wir gerade nicht. Ich werde jetzt erst einmal den 43er T-Rex abchecken. Wie krass Rex, der so Rex, drauf Rex, ist. Rex. Ein bisschen flexen, weißt du? Wo ist denn Heike, Gertrida und die anderen Dodos? Ich sehe die ganze Zeit nur Thomas. Wo sind also die denn? Also Heike ist, glaube ich, tot. Also ein Dodo ist auf jeden Fall gestorben. Ja. Ich weiß zwar nicht wo, aber ja, stimmt. Einfach tot. Aber wo sind die anderen? Ja, irgendwie eine nice Brust. Ziegenvater, Ziegenmutter. Oh, hier ist ein Petri einfach gefangen. Welches Level bist du? Digga, guck dir an! Ein 130er Petri hängt hier eiskalt in unserem T-Rex drin. Ja, guck mal, ich hatte hier auch schon einen High-Level gesehen, aber der hatte scheiß Werte. Der hat leider nur 10 in Ausdauer, ne? Aber dafür richtig viel in Angriff. Dann war das, glaube ich, der, den du gesehen hast. Ja, wir brauchen mehr Ausdauer. Ja. Wir brauchen viel mehr in Ausdauer. Scheiß auf Angriff. Eigentlich brauchen wir Angriff nicht, weil wir mit denen halt nicht PvP irgendwas machen wollen. Oder auch PvE. Nee, absolut gar nicht. Ansonsten wäre natürlich ein Petri mit, nice. Angriff auch sehr zu, hallo, hier liegt ein Tyro-Ei. Wie heißt der Lachs? Brauchen wir nicht. Juti. Juti. Hab ich gerade schon gesehen, aber wir haben so viele gerade. Packe ich in den Kühlschrank. Mach mal. So, ich packe jetzt die Madame aus. Aber wollen wir mal jetzt, Eier ach nee, haben wir jetzt einen männlichen, haben wir doch einen männlichen T-Rex, oder? Einen dicken? Ja, ich wollte aber einen Ei-Inkubator erstmal bauen. Ja, das mache ich eben. Machst du jetzt schon? Okay. Ja. Dieses Schild hier, was ich habe, ist, glaube ich, auch richtig krass. Wenn man irgendwie auf einem Server gamen würde, auf dem das irgendwie wichtig wäre. Wäre der, glaube ich, richtig krass. Ich hole mal meinen Maywing raus, der war ja angefrackt, das soll ich mal wieder hochessen hier. Maywing Go. Go! Geronimo! Ja, mein Megatherium. Schon seit Ewigkeiten weg. Kann ich auch mal rausrufen. Ich will dich! So, okay, dann baue ich jetzt eben Egg-Inkubator. Ja, mach das. Alter, macht schon Damage hier. Hallo. 262. Wer denn? Bam. Bam. Unser Damage T-Rex. Ist schon gar nicht so scheiße. Das ist nice. Das ist ein Männchen? Das ist Weibchen. Das
Männchen gerade hier? Du dürfst das Männchen haben, ja. Aber auf jeden Fall müssen wir da jetzt loslegen. Ich will, heute will ich ein nice Ei haben. Heute schon, Digga, das ist ja richtig geil. Egg Incubator. Okay, ich habe alles da. Ich muss nur noch den Blueprint lernen. Incubator, hier, den Bums an, da ist er. Aktiviert, 55 Punkte. Gar nicht so günstig, aber das leisten wir uns. Und jetzt. Einschalten. Bauen. Go, go, go. Soll ich das hier reinbauen in dein Haus irgendwo? Braucht das eine Stromversorgung? Ja, ne, bestimmt. Ich habe keinen Plan, aber ich würde sagen, ja. Oh, Digga, 17 Level! Digga, da will ich alle Nahkampfschaden ballern. Ich könnte das hier so mittig hinter deinen Pfosten zwischen die beiden Treppen machen, wo der Umbauer vorher war. Müsste ja, mach passen, das mal oder? Schön. Ja. Ja, habe ich. Ist das auch richtig rum? Ist es richtig rum? Ist es nicht. Schnell. Digga, 330 Damage, ne? Ich kann es nicht aufheben. Hallo! Mitnahme für... Da steht doch Mitnahme erlaubt, 10 Sekunden. Wo kann ich aufheben? Überwachung, Auto-Hatching, entsperren, Auto öffnen, Inventar. Ich weiß nicht, wie das Ding funktioniert, ne? Müssen wir dann gleich mal testen. Ja. Wir können hier irgendwie, wir können not Auto-Hatching Eggs, also wir können machen, dass es nicht automatisch gekneckt wird. Ja. Also, dass sie schlüpfen. Überwachung der Tragzeit, 5 Minuten. Manual Temperature Control können wir einregeln. Wir können Temperaturregler so festlegen. Jetzt gerade ist 25 Grad. Inventar 25 öffnen. Grad, kann man auch 4000 Grad machen? Einzelbrechen. Hoppala. Für die Sarkos? Also ich habe erst leider, ist er falsch rum aufgestellt. Aber das ist ja... Da kannst du wieder aufsammeln, oder? Nur semi-wild. Nee. Okay. Ich habe es versucht, es aufzusammeln, ich habe aber den Button nicht gefunden. Wahrscheinlich. Wir brauchen einen Eimer. Wo sind die Eier? Wo bist du mit dem T-Rex? Ja, ich muss den erstmal krass nach oben ballern. Digga, der hat ja... Ich dachte gerade schon, ich bin ja schon fast tot, aber ich habe den gerade auf 10.000 Leben hochgeballert, deswegen hat er so viel Damage. Okay. Ich packe jetzt schon mal die zwei lappigen T-Rex-Eier da rein. Mhm. Um zu testen, wie es geht. Steht da dran? Steht da irgendwas dran? Alter, wie viel Damage macht der? Alter Schwede, der Bär hat Eisberg 200 Damage 10. gemacht, ey. What the fuck, ey? Also 10 Slots auf jeden Fall. 10, okay. Ja, aber... Hier steht nicht dran, ob die jetzt gerade brüten. Noch kurz Support. Okay, nee, der macht das glaube ich schon. Digga, die Bären sind ziemlich strong, glaube ich. Ich kenne die gar nicht so mega strong. Waren die schon immer so strong? Bären waren schon... Also nicht schwach auf jeden Fall, aber... Krass, ey. Mega strong habe ich jetzt auch nicht im Kopf. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob das Ding einfach schon läuft so. I don't know. Ei zerbrechen. Warte mal, welches ist das hier? Ei zerbrechen ist auch geil. Ich mach das jetzt mal, Ei zerbrechen. Oh. Es ist kaputt. Wahrscheinlich kaputt dann, ne? Ich habe ein Leben ausgelöscht. Ja, war aber nur ein Billo-Leben, ne? War nur ein Billo-Leben, ne? Dann macht das nichts. Ja, dann ist ja, aber das läuft jetzt erstmal, ne? Also ich habe keinen Plan, wie es funktioniert. Müssen wir mal sehen, ob das jetzt vielleicht sogar schon ausbrütet oder nicht. Das wichtige Ei muss nur funktionieren. Alles andere ist egal. Ich brauche Munition. Wir brauchen Gewehrmunition. Ich mache mal 100 Schuss. Ballert durch. Wir brauchen ja auch wieder Narkodarts. Komm her, du Lachs. Kann ich hier irgendwas sehen? Ich sehe hier absolut überhaupt nichts. Also das Gute ist, wir müssen... Hier ist ein drehendes Ei. Wir müssen nicht weit cruisen. Wir haben hier 1 Milliarde Petris. Wir werden hier schon irgendwas finden. Das ist echt unglaublich, wie viele Petris hier sind. Das war jetzt ungünstig, muss man sagen. Aber jetzt brauchen wir nur es noch war ungünstig, dass ich das Ding falsch rum aufgebaut habe. Sag ich mal, wie es ist. Wieso haben wir ein Level 29er Rex? Das ist einer von denen, die für Kibbel waren. Echt? Wir hatten Kibbel-Rexe? Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Hä? Ist doch gar nicht so lange her. Echt? Ich kann mich nur an die Jutis erinnern. Junge, 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 Junge. An den Rexen kann ich... Achso, war das auch schon lange her, ne? Eieieiei.
Jetzt ist es ein bisschen zu warm. Weibchen. Temperatur minus 1 Grad. Ne, Salz plus 1 Grad. Temperatur minus 1 Grad. Männchen. Temperatur minus 1 Grad. Einer noch. Temperatur minus 1 Grad. Und die goldene Gold-Temperatur. Beschleunigte Brützeit 20%. Hier soll ein weiblicher T-Rex rauskommen. Ich habe jetzt, by the way, ein Baby aus Ziegenmutter und unserem High-Level-Rex. Ja, jetzt kommt das gute Ei. 43 Damage mit Rex. Also hier kommt jetzt wirklich der kranke Scheiß raus. Das Ei, das müssen wir hegen und pflegen. Ist das so ein UTI? Mhm. Und die brauchen, übrigens noch ganz viel Schwefel. Die paaren sich hier gerade. Ah, hier. Noch nicht fertig. Ich habe gehört, dass man auch Wyvern klatschen kann. Für Schwefel. Ist natürlich auch nicht ohne, ne? Da brauchen wir auf jeden Fall auch ein paar Dinos, die da Attacke machen können. Aber wenn wir eh einen krassen Mana erzählen wollen, ne? Oder ja, wenn wir uns eh eine Wyvern Egg holen, dann können wir vielleicht mit dem ein bisschen klatschen. Ja. Ja, wir müssen halt nur irgendwie jetzt erstmal den Petrian holen, ne? Haben wir unseren Tapijaro noch? Oh, hier. Hätten wir theoretisch das Kibbel dafür? Ja, hab ich da. Jetzt schon zum Petri-Tame? Ja, hab ich da. Dann würde ich sagen, jodeln wir gleich mal los, ne? Yeah, nachdem du das Ei da reingeknallt hast, ne? Nachdem ich das Ei reingeknallt habe, genau. Sind wir gerade bei 50% Paarung. Okay, dann dauert es ja noch ein bisschen. Dann nehme ich nochmal die große Haufen Kaka. Guck dir schon mal das Acting an, wie das funktioniert. Ja, mach ich sofort. Großer Haufen Scheiße, hallo? Oh, diese Grafik! Was für eine geile Grafik! Hat der Fick gesagt? Ja. Hallo. Ja, muss ich kurz noch Kacke einsammeln? Hallo? Okay, ja. Okay, wo? Was willst du? Okay. Wir zeigen, wie das funktioniert. Ja! Also. Oh. Ach, dahinter, ja. Da ist er. Mhm. So, alle relevanten Infos bekommst du auf der Vorderseite. Vorderseite, ja. Also, Slot 1, hier quasi. Ja. Gesundheit 97, Verfallzeit, Brutdauer. Mhm, ja, das ist unwichtig, weil ungenau und nur die Hälfte der Informationen. Komm hier rüber. Okay. Vorderseite. Ach so. Guck hier vorne drauf. Ah, ja. Da dazwischen gehen. Bin ich hier bei Pokémon oder was? Nein, das ist falsch. Du musst hier zwischen gehen. Genau. Ach und jetzt siehst du da. Den 27, ne? Und den Dingsen. Ja. Wenn du da mit dem Bildschirm drauf gehst, bekommst du auch angezeigt, wie die aktuelle Temperatur ist, wer die Eltern sind. Die Stats jetzt schon, ne? Brutdauer und sowas. Ja, wie sehr die Stats richtig sind, weiß ich nicht, aber ja, das theoretisch schon vielleicht. Ganz schlecht. Null Mutation weiß ich jetzt auch schon, das heißt, ich könnte jetzt sagen, okay, keine Mutation. Nee, okay. Oder? Wo siehst du das, null Mutation? Also steht doch da, oder ist das nur die Mutation? Das sind der Eltern. Achso, das sind okay. Die Eltern. Okay. Das heißt, du weißt nicht, ob das Baby vielleicht schon eine Mutation hat. Schade, das wäre geil. Aber ja, lass mich hier weg, ist ehrlich! Bisschen ungünstig, dass das Ding jetzt so rumgebaut ist. Ja, weil das Problem ist, ich kann eben auch die Wand hier hinter nicht abreißen, ne? Ja, willst du nochmal umdrehen, abreißen? Können wir schon. Können wir schon. Nee. Wie? Hä, die Wand dahinter abreißen einfach? Gut ist. Nee, geht ja nicht. Das ist die Mauer. Ach so. Ehrlich? Ja, ich hab das ja extra so gemacht, dass das, Jetzt, wo ich drauf achte. Ja. Okay, ja, dann reiß ich den Bums ab und wir bauen neu, wa? Ja. Kostet wahrscheinlich nur eine Milliarde, aber. Naja, so teuer. Also es war nicht so teuer wie die. Wie der Industriebums und so. Okay, ja. Also Industrieschmelze und den Cooking Station. Ja, aber ja, schon auch nicht günstig. Egal, wir haben's doch. Ink. Was kostet der Welt? Lass uns jetzt einen Gärtner bitte holen. Dafür. Ein Gärtner und so ein. Also ich hätte jetzt gerne hier, damit wir da nicht immer hincruisen müssen. Ich will, dass die Scheiße aufgeteilt wird, dass hier alles gut funktioniert. Dann brauchen wir ein. Oh. Das war knapp. Brauchen wir einen Gärtner und was war das noch? War kein Item-Collector. Woher weiß ich jetzt, wie rum es richtig rum ist? Ich schau gleich nochmal. Baue es nicht schon wieder falsch rum, ja. Ja, ich kann's halt drehen, aber ich weiß halt nicht. Warte mal, da wo der Bildschirm ist, müsste richtig sein, ne? Seitlich hinstellen dazu. Ah. So. Gartner. Okay, jetzt ist richtig rum. Und jetzt packen wir auch hier das richtige Ei rein. Und das. Warum das schlechte auch? Eigentlich bringt das schlechte nichts, ne?
Das Schlechte. Boah. Kannst du es zerstören? Kannst du es noch essen? Zerstören kannst du es ja, ne? Es ist. Ah, da war, by the way, hier war der. Der Button zum Aufheben wieder. Hab ihn gefunden. Ist. Ich weiß gar nicht, wie viel muss das jetzt sein an Grad, Temperatur. Ich glaube, 2 Grad fehlen noch. Ja. Lass mich jetzt hier. Warte mal, die Betriebs bereit. Ich komme gar nicht mehr an die Kiste daran. Doch. Ja, nur auf den Lachs hier zugreifen. Stimmt. Ja, ist egal, die verschwindet ja. Was war denn da drin? Das Ei. Das Schlechte. Ach so, na denn. Alter, 43? Also, es ist jetzt. Ja, wir schauen mal, was bei rumkommt, ne? Wir gucken 43 einfach mal. Was? 43 Angriff. Was natürlich todeskrank ist, Alter. Was so. Todeskrank ist. Es wäre schon echt strong, ne? Haben wir so incestmäßig daraus die Kinder 25, auch wieder fahren lassen? 25 gehen, ne? In. Ja, das geht auf jeden Fall. Ja. Aber okay, also der brüllt jetzt aus. Das ist jetzt das erste gute Ei, das wir haben. Yeah. Ist auch das Einzige, was wir machen können, oder? Wir haben ansonsten keine guten Zucht-Dinos. Dino-Pärchen. Ja. Oder? Ja, meines Wissens so. Ja. Okay. Gut, das heißt, wir pimmeln jetzt los und suchen uns einen anständigen Petri. Ja, ich wollte mal kurz den Duty wieder. Warte, das Männchen. Wo ist denn das Männchen? Damit wir keine. Aber eigentlich wäre es ja geiler dafür, mit dem Fake-Taxi zu fliegen, oder? Was du magst, Ego, was du magst. Hauptsache, wir haben eine Bola dabei, ne? 150 Petri. 150 sogar, Alter! 34 in Angriff. 26 in Ausdauer. Okay, das ist auch gar nicht so kacke. Wenn wir es jetzt nochmal mit anderen Dinos vergleichen, dann können wir es ja besser abschätzen. Ich hole ihn jetzt einfach schon mal. Bola? Hast du eine Bola? Kümmel ich den erst ein. Ah, ich habe sogar Bolas. Sehr gut. So, Monsieur, 150 Petri. Sie sind eingesperrt, weiblich, by the way. Mhm, sehr gut. Und jetzt mit dem Putz. Und ein Schuss mit der Flinte hat gereicht. Wie viel? Der Kollege Kibbel? Ist down. Wir brauchen für den 2 normales Kibbel. Okay, dann ist unser Kibbelvorrat aber auch schon weg, ne? Warte, wir haben genug. Wir haben ja keine Dodos. Also, wir hätten von allem natürlich genug, aber. Wir brauchen mehr Eier. Und es sind nur Mehrwing-Eier, einfache Mehrwing-Eier. Oder Dodos gut, ne? Aber unsere Dodos sind ja irgendwie alle tot. Heike! Okay. Ich hab Heike gefunden! Oh, Heike! Heike! Hat Heike gerade zufälligerweise Eier? Was macht sie denn hier drin? Hallo, Heike! Hier ist ein Level 130 Petri, aber nur mit 10 Ausdauer. Ich hab sogar ein goldenes Dodo-Ei. Alter, WTF, Alter! Wie viele Petris schmibbeln hier rum, ey. Ich glaube, wir müssen krank, ne? Ungefähr 2 Meter laufen, um einen anständigen Petri noch zu finden. Also, ich sehe jetzt gerade auf meinem Bildschirm, ich glaube, 15 Petris. Ist der Job schon unten? Ist er nicht. Das Ding ist jetzt halt, ich muss mir nur irgendwie merken, welchen ich schon gecheckt habe. 25. 55. Okay, warte mal. Hatten wir 2 Damen oder 3 Damen? Wir hatten 3 Dodos, ne? Also 3 Weibchen. Marvin, wir hatten Heike. 145er Petri mit 25 Ausdauer, 28 Angriff. Ja, check das jetzt mal mit anderen noch. Ich will wissen, ob das gut ist. Das ist ein Pinker. 20er, warte mal, habe ich irgendwie noch so einen High-Level-Lachs? Wenn du hier bist und mitfliegst, kannst du einmal mit der Flinte drauf schießen und der ist sofort down. Ja, dann komme ich mal eben zu dir. Wo bist du denn? Vor dem Dingsen hier. Da haben wir hier 29 Ausdauer, den müssen wir holen. 135. Okay, wo bist du Richtung? Aber auch weiblich, beim pinken Drop genau ist der. Ah, da, okay. Ja, komm ich rüber. Okay, ich hole eben den Drop. 135. Okay, der hat zum Beispiel, der 130er hat gerade mal 10 Punkte da drin. Das ist natürlich super lachsig. Oh, der hier ist ein. Ist eigentlich. Alter, wie viele? Ja! Okay, muss mal kurz schauen. Ist ja wie Moorhuhn hier. Warte mal, der ist es nicht. Wo bist du? Ich bin in der Luft. Ah, tap ich auch. Ja, du musst bei mir aufsteigen hier, bitte einmal. Wo packen wir den Agentavis dann hin? Ja, der kann erstmal hier stehen bleiben, dann, oder? Solange nicht weggesteckt wird, schon, ne? Einmal aufsteigen. Okay. Bitte. Ja. Ist der hier gerade gelandet? Ne, 50. So. Ja, auch nicht. Okay, bist du drauf? Ja. Ich bin drauf, ja. Okay. Bei uns nicht. So, der Pinke hier war der 140er vor uns, genau. Ja, mit 25, ne? Der hat 25, der andere hat aber 29.
Okay, das ist sick. Das war... Der war hier drüben gerade auch noch. Der bei 16. Ja, hinter uns sind noch ziemlich viele, ne? Im Wald. Da backt einer, der ist 50. 25. 135 vor mir, ne, 16. 16. 22. 130 mit 22. Gehen wir noch oben. Hier links im Wald sind auch noch einige. Beim blauen Drop. Ne. 130, 21, auch nicht. Digga, wie viele? Unter uns, 20, auch nicht. 20 vor uns. 85. Auch 20 Punkte. Digga, es sind so fucking viele, ey. Wo ist denn der mit den 29 Punkten hin? Nein. War der hier in der Nähe, oder? Der war hier gerade, ja. Beim Drop war der gerade. Also der kann nicht weit sein, wir müssen ihn nur wiederfinden. Aber wir sind auch ein bisschen overweight, sehe ich gerade. 55. 25. Können wir kurz absteigen und selber schauen? Ich schaue auch nochmal selber. Ich hätte ihn nicht aus dem Auge lassen sollen, ne? 29, ich hab ihn! Er landet gerade. Warte, folgt mir. Los. Er muss vor allem mit der Flinte draufschießen. Sollte gar nicht einen, Bruder? Am besten auf den Kopf. Ich hol den lieber so. Achtung, da kommt Pavian zu dir. Oh, oh. Nein! Jetzt machen sie den platt. Fick ihn! Ich muss abbauen! Willst du aufsteigen? Ich kann nicht mehr, ich bin tot. Ich kann nicht fliegen. Ich hatte nur meinen Dynamo-Krups. Ich konnte nicht hochfliegen, keine Ahnung warum. Ja, ich versuche ihn. Digga, was für ein Pech! Das genau. LOL. Ey. Ich hab ihn gepfiffen, der kam auch nicht weg da. Er war eingeklemmt anscheinend. Dann nehme ich erstmal deinen. Also das Problem ist, ihr habt uns ja auch in die Kommentare geschrieben, Wir brauchen unbedingt Shortcuts für. Ja? Wir brauchen Shortcuts für aggressiv machen, neutral, passiv, so den ganzen Lachs, den brauchen wir unbedingt. 145er mit 30 Ausdauer. Da ist ein Fisch unter Wasser mit lila Herzchen, als würde er gerade sexorisieren. Sexo! Da war das. Und jetzt habe ich schon wieder. Ne, hier ist er. Hier, der Typ, der bei mir gerade rumfliegt, der hier. Der ist 145. Mit 30 Ausdauer. Ich muss kurz meine. Ja, bleib mal da. Ich muss kurz meine Leiche holen. Paviane flexen hier weiter. Digga, die machen hier alles platt, ey. What the fuck? Wenn er nur mal eben landen würde, Junge. Ich könnte dass der gleich auf Arschgeier geht. Kurz meine Ausdauer hochballern. So, hier meine Leiche. Also für solche Momente wäre natürlich jetzt eine Flakrüstung wieder perfekt gewesen. Laufe die ganze Zeit wie Tarzan rum. Aber danach ist man immer schlauer, ne? Oh, hinterher weiß man immer, dass man es hätte mitnehmen sollen. Dann waren das auch noch so Lappen, Kuedikusse, ne? Oder Dynopithikusse. What the fuck? Richtig lappig. Und hinter dir sind auch noch drei Stück. Ah! Okay, Ja. Nimm erstmal Arschgeier, tu sie auf die Insel. Ja, ich glaube, das ist die Kacke. Mal mit. Haben wir da hinten noch? 60. 60. Ist er immer noch da drüber? Vielleicht wird es ja sogar reichen, ne? Wenn wir Glück haben. Dass wir. Was denn? Ja, dass wir den einfach ins Wasser stürzen lassen. Einmal Kibbel. Weil es dürfte ja super schnell. Hey, lande doch, du Arschloch! Nein, jetzt kommt ihr, Digga. Ey, diese Scheißviecher gehen mir so auf den Sack, ey. Jetzt, ey. Der 145er ist gerade gelandet. Ich wollte neben ihm landen. Und als ich lande, kommen zwei Krokodile aus dem Wasser, verscheuchen mich und haben dann ihn angegriffen. Jetzt ist er wieder in der Luft. Ja, die müssen wir einfach vorher wegklatschen, ne? Ich kann gerade auch nichts machen. Er ist genau über mir. Kannst du ein bisschen supporten? Kriegst du ein bisschen Damage. Hast du eine Shotgun oder so? Ja. Leute, die fressen mich! Haben dich wieder geholt, oder was? Bin irgendwie runtergefallen, ja. Aber ich hab den eingepackt zum Glück. Boah, Mal Damage, Mana! Ich hab ihn down gemacht. Der 145er liegt.
Sehr gut. Pimmel nicht mit den Dudes darum. Markier den 145er für dich. Ja, ich muss noch den Krokodilmann, den will ich noch wegmachen, ne? Ja, du musst verteidigen, nicht, dass jetzt die scheiß Affen wieder den Petridorn machen. Wo liegt der denn? Ich glaube, am Schrank. Ja, markier ihn doch! Ja, mach ich sofort. Markierfunktion. Den erstmal wegdecken. Ich hab rein. 29, ja. Bewusstlos, Alter, wie viele haben wir denn? 145, 150? Pego Mustax haben wir noch irgendwo? Wieso das denn? 150 oder 145? 145, ne? Ja. Jetzt haben wir einen zweiten 150er down. Ich habe gerade noch einen 150er gefunden mit 29 Ausdauer. Okay. Und der ist männlich. Ich glaube, mein anderer war weiblich. Ich weiß nicht, was deiner jetzt ist, der 145er. Digga, so geil mit der Flinte, ne? Ich muss nichts machen, einfach nur Headshot mit der Flinte. Und schon sind die getamed. Der liegt noch flach. Also ich kann noch einen Kibbel herstellen, ne? Aber dann müsste da jemand aufpassen. Ich glaube, meinen ersten kann ich jetzt so schon... Ja, mein erster ist getamed. Sehr gut. Den nenne ich Noise. Der hat 400 Ausdauer. Kommt irgendwie mir nicht so viel vor, aber Level 224, nee. Weiblich, hat 35 Punkte in Ausdauer. Dann würde ich sagen, 43 in Angriff. Lass mal die gleiche Liebe machen, oder? 26 in Sauerstoff. Was ist deiner für ein Geschlecht? Der 100... Männlich. Männlich? Ja. Und der war auch ganz geil eigentlich, ne? Der hat 30 in Ausdauer. Ganz geil. Eigentlich müssen wir doch einen niceren weiblichen finden. So ein nein! Schwänz. Aber. Nein, tot. Die Affen oder was? Ja, einfach aus dem Nichts, Digga. Einfach aus dem Nichts, ey. Ey, ich stell dich schon ab, dass du aufpasst da. Das ist eine Aufgabe. Ja, der kam einfach aus dem Nichts. Weißt du, der kam aus dem Nichts, der kam auch hinter dir. Der kam offen auf dem Strand die ganze wir Zeit. Wir brauchen hier Rexe. Damit diesen Lachs-Dinos überhaupt nichts machen. Ich bring mal eben den einen. Digga, was ist das hier? Ich muss abbauen. Die klatschen mich hier weg. Wir haben ein zweites T-Rex OP-Ei. Ja. Yeah. Das bringe ich schon mal in den Inkubator. Können wir mal schauen, was da rumkommt. Ich packe jetzt erstmal ein paar T-Rexe ein, damit ich im Notfall da besser aufpassen kann. Aber es hat auch gerade richtig lange gedauert. Ey. Lass die aber erstmal da drin, ne, die Eier. Wo drin? Im Ei-Inkubator, nicht raus. Ja, ja, klar. Okay. Oh, erstmal die Eule. Wollen wir die Eule? Wobei, das eine Ei ist gleich ausgebrütet, ne? Das erste. Eine Minute noch. Aber es kann erstmal da drin bleiben, oder? Ja, glaub schon. Es gab hier irgendwann mal eine Option hier. Not auto-hatching eggs. Ja, mach mal. Was ist jetzt aktiv? Keine Ahnung. Also wenn da jetzt steht Not Auto-Hatching Eggs und ich klicke drauf, dann steht da ja Auto-Hatching Eggs. Die Frage ist das aktiv, wo ich gerade drauf geklickt habe, oder ist das aktiv, was da angezeigt? Ich habe keine Ahnung. Aber ich gehe da mal gerne mit. Hast dann du wird jetzt aber gleich getamed? Möglicherweise, ja. Der eine ist getamed, der zweite liegt noch. Okay. Aber der liegt oben an der Burgmauer, der. Achso, okay. Wird nicht angepimmelt. Der dürfte da safe sein. Die sind halt nur beide nicht ganz optimal. Wobei ich auch frage, so eigentlich müssen wir gar nicht so perfektionistisch sein. Weil am Ende sind die Petis auch nur dazu da, dass wir durch die Schluchten mit den Wyverns durchfliegen können. Ja. Also leveln wir die noch ein bisschen auf Bewegungsgeschwindigkeit, dann passt das. So, die Frage ist jetzt, wollen wir das... Oh. Okay, es bleibt stehen bei Auto bei 0%. Er ist nicht automatisch ausgebrütet. Das ist gut. Sehr gut, ja. Wollen wir das jetzt aufmachen oder wollen wir uns das neue Baby in der nächsten Folge anschauen? Schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich gehe jetzt nochmal kurz zum Petri, check, dass ihr eben hier habt. Okay, Muchachos! Ist ein nicer Spot, oder? Ah, den hol ich mir noch. Den kleinen. Hallo? Ich hätte ja gerade, das ist meiner. Das ist meiner? Okay, danke. Wobei, nee, ich will, wir wollen eh ja die Eier haben. Also die Babys davon und nicht die Viecher. Yeah. Die sind ja so optimal.
Nahrung geht jetzt erst wieder runter. Also es kann noch ein bisschen dauern. In der nächsten Folge haben wir den gezähmt und dann werden wir in der nächsten Folge auch erste Rex-Baby haben, ne? Das ist wie sein. Oh, die sehen bestimmt so süß aus. Oh, dann also, guten Anschluss. Wenn ihr wissen wollt, wie unsere ersten selbstgezüchteten, ausgebrüteten T-Rexe und Petris aussehen, dann schaltet auf jeden Fall auch in der nächsten Folge wieder ein. Checkt erst die Beschreibung aus. Däumchen nach oben schmettern. Wir würden uns sehr darüber freuen. In die Kommentare. Hashtag NappBosser, dafür, dass er 2 Petris verloren hat. Und wollte nichts dafür. Genau, ich wollte nichts dafür. Beschreibung auschecken, bis zum nächsten Mal eingehauen. Ciao, ciao. Ciao, ciao.